Wenn ich an das Thema Berufung denke, dann denke ich natürlich erst einmal an meine eigene Berufung. Sehr konkret fällt mir ein Ereignis ein, der Aufstieg auf den Mosesberg am Sinai während meines Studienjahres in Jerusalem, wo ich eine ganz große Freiheit spürte. Wir waren zusammen mit einer Gruppe von 20 Studenten. Wir hatten uns vereinbart, wir gehen jetzt ganz im Schweigen drauf. Morgens um 4 und um 7 Uhr wollten wir die Messe feiern. Und während dieser 3 Stunden, für die ich mir nichts Besonderes vorgenommen hatte, habe ich, wie gesagt, eine große Freiheit gespürt und dachte, meine Güte, ich bin jetzt 21 Jahre und ich hatte wirklich das Gefühl, ich kann mein Leben für irgendetwas einsetzen. Das habe ich so nie später gehabt. Und aus irgendeinem Grunde kam mir, ich habe es selber hinterher nicht verstanden, der Jesuitenorden in den Blick und in die Gedanken. Und ich dachte, naja, du solltest zumindest untersuchen, ob das nicht dein Weg wäre. Und mit diesem Gedanken, der dann sozusagen auch konkret zu entsprechenden Untersuchungen geführt hat, bin ich dann auf den Berg gegangen und habe die Messe gefeiert. Im Nachhinein kann ich sagen, das war völlig unerwartet einer der entscheidendsten Augenblicke meines Lebens. Ich würde sagen, wenn mich jemand fragt, wie kommt es zu so etwas? Ist das ein göttliches Eingreifen? Das ist einfach eine Summe dessen, was ich bis dahin gelebt habe. Mir scheint sehr wichtig zu sein, dass Berufung immer etwas Dialogisches ist, etwas, was mit der Geschichte des eigenen Lebens zu tun hat. Gott hat keinen festen Plan für mich, stellt mich immer vor neue Herausforderungen. Ich kann und muss antworten auf die eine oder andere Weise und daraus entsteht eine Geschichte. Und innerhalb dieser Geschichte gibt es immer wieder neue Fragen. Es ist ganz faszinierend für mich der Gedanke, dass Gott sich abhängig macht in seinen Schritten, die er geht mit mir, von meiner Antwort. Berufung ist etwas, was nicht einmal geschieht, sondern was dauernd geschieht und was am Wegesrande oder auf dem Wege sich dann konkretisiert für mich. Wenn ich dann sozusagen weiterdenke, merke ich natürlich, dass dieser Begriff der Berufung oder diese Sicht der Berufung eben sehr allgemein ist. Das heißt, dass sie wirklich jeden betrifft. Ich glaube, dass jeder Mensch gerufen ist und aus dem Gerufen kommt es Berufen. Aber natürlich fängt es schon an, wenn wir sagen, in der Genesis und Gott sah den Menschen, er hat den Menschen geschaffen und er hat den Menschen geschaffen, dass er nicht alleine ist. Da ist schon in der Schöpfung etwas angelegt, ich bin nicht aus reinem Zufall da. Und es ist ein Sinn dabei. Ich glaube nicht, dass dieser Sinn einfach schon irgendwo existiert und ich muss ihn nur versuchen rauszufinden. Und wenn ich dann ihn nicht finde, dann sage ich, ich weiß nicht, was Gott sich gedacht hat, sondern entwickelt sich immer Schritt für Schritt auf den Weg des Lebens. Und ich glaube, Berufung hat damit zu tun, dass ich irgendwo entdecke, das muss ich jetzt tun. Das ist dran. Aber es geschieht hoffentlich aus einer Freude heraus, aus einer Erfahrung des Beschenktseins, aus dem Wunsch, irgendwas mit diesen Gaben zu machen und nicht, ich muss das jetzt im Sinne von, jemand zwingt mich dazu. Es gibt einen Satz, der mir, was Berufung angeht, sehr gefällt. Der ist von Heinrich Spähmann. Da heißt es, was wir im Auge haben, das prägt uns. Dahin werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Das ist sehr pragmatisch, aber sehr realistisch ausgedrückt, dass Berufung mit dem Blick zu tun hat. Wohin blicke ich? Inquietus, finde ich ein ganz wichtiger Ansatzpunkt für, was Berufung ist. Spüre ich sowas wie eine innere Unruhe? Jetzt nicht das Getriebensein, ich muss zwangsweise, aber ein Suchen, eine Sehnsucht. Es gibt die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Da gehen Leute der Reihe nach buchstäblich an ihrer Berufung vorbei, weil sie ein bestimmtes Bild haben von dem, was sie tun sollen. Aber in dem Armen, in dem Konkreten, dem sie der Nächste sein könnten, da sehen sie nicht ihre Berufung. Also diesen Blick zu weiten auf das, was meine Berufung ist, erfordert, dass ich mich auch ganz konkret mit der Wirklichkeit auseinandersetze, in die ich gestellt bin. Es gibt viele Menschen, die haben aus welchem Grund auch immer
viel entbehren müssen in ihrer Geschichte. Und manchmal merkt man es ihnen daran an, dass sie immer dem nachjagen, immer noch das sozusagen Unerfüllte kriegen zu wollen. Ich ahne, dass sie es schwer haben, loszulassen, zu geben, weil sie immer noch diesen Nachholbedarf haben. Es setzt die Erfahrung des Beschenktseins voraus, wenn ich mich wirklich ohne Zwang äußern kann. Eine in sich selbst stehende Persönlichkeit, die nicht abhängig ist und die diese innere Freiheit hat, wird immer eine bestimmte Einsamkeit erfahren. Weil wenn man die Verantwortung wahrnimmt, kann man sich auf nichts und niemanden mehr berufen, sondern man steht vor Gott und dafür muss man stehen. Die Traurigkeit, kein Heiliger zu sein, die gibt es sicher. Und sie hängt, glaube ich, mit dieser Sehnsucht zusammen, die im Menschen drin ist, die eine Sehnsucht nach Vollkommenheit ist. Vollkommenheit ist ein schöner griechischer Ausdruck, auch in der Bibel mehrfach vorkommend, der eigentlich Zielgerichtetheit bedeutet. Also das ist jetzt nicht die große Perfektion, sondern das ist wirklich auf ein Ziel ausgerichtet sein. Es gibt einen von mir wieder verehrten heiligen Jesuiten, der übrigens auch Franzose ist wie Camus, der heißt Claude La Colombière, der mir in Frankreich und in Spanien sehr begegnet ist. Und er hat einen Akt der Selbsthingabe oder der Aufopferung an das Herz Jesu geschrieben, der in der Formulierung vielleicht heute uns etwas nicht in allem so über die Lippen gehen würde. Aber da spricht er von einer bestimmten Perfektion, die bei ihm ein Verlangen ist, wo es darum geht, einzutreten in deine Liebe, Herz Jesu, sagt er. Und er sagt, ich merke, da gibt es bei mir einen Widerstand, ich spüre den genau, aber ich habe das Verlangen, dass es diesen Widerstand nicht gäbe. Und das ist genau das, wenn wir merken, es gibt den Widerstand, ja, aber wir kommen nicht drüber weg. Es gibt doch den Theologen Thomas von Aquin, der dann kurz vor seinem Tod sagt, dass alles, was er geschrieben hat, Stroh ist. Also irgendwie nochmal die ganze Relativität des menschlichen Bemühens und Theologisierens anerkennt. Ich glaube, das gibt es nicht nur im intellektuellen Bereich, sondern es gibt es auch sozusagen im Bereich der Liebe, dass unsere Liebe noch einmal überhaupt nichts ist im Vergleich zu der wirklichen Liebe. Irgendwann ahnt man das. Und das ist vielleicht der Ausdruck dieser starken Begegnung mit der echten Liebe, dass man nochmal die große Relativität seiner eigenen Liebe erkennt. Ich glaube, es gibt auch Begriffe von Selbstlosigkeit oder selbstloser Liebe, die einfach unmenschlich sind. Es gehört auch zum Menschen zu sagen, was ich suche, ist das Glück. Punkt. Ich will glücklich werden. Selbst im größten Akt der Selbstverleugnung suche ich mein Glück. Ich darf gar nichts anderes suchen als mein Glück. Und deswegen, wenn mir jemand sagt, bei seiner Berufung, ich glaube, dann werde ich glücklich, wenn ich das mache, dann ist das für mich eines der ganz wichtigen Kriterien dafür, dass er wirklich auf dem richtigen Weg ist.